Kommende zurück. Heute geht es weiter mit der zweiten Folge von Alice Madness Returns. Gerade noch ein paar Kleinigkeiten einstellen. Wie zum Beispiel auch den Titel. Den hat es jetzt irgendwie nicht übernommen. Heute unter dem Thema Zurück im Wunderland, der Hutmacher wartet. Gestern waren wir ja schon mit den Teekesseln quasi im Wunderland. Mal sehen, wie es heute weitergeht. So, dann bemühen wir Steam mal, bitte das Game zu starten. Oh, das geht los. Ich bin mal gespannt, wo es mich jetzt hin verschlägt, wo gestern dann gespeichert wurde, weil leider haben wir keine Möglichkeit in dem Spiel selber zu speichern. Alles läuft über Autosave. Mal sehen, wo es uns hin verschlagen kann. So. Tada! So. 3% Fortschritt und das bei 1,5 Stunden Spielzeit. Kann man jetzt hochrechnen, ne? Also kann man schon mal ein paar Tage dran sitzen. Vermutlich bin ich auch nicht die schnellste Spielerin, aber Qualität vor Quantität. So. Spiel fortsetzen. Tick, tack, tick, tack. So. Kurz orientieren. Wo sind wir jetzt? Tja, wir hatten hier diese irren Teekessel, die uns gestern angegriffen haben mit ihren Glubschis. Und... ja, genau. Hier haben wir gekämpft und ich vermute mal, wir müssen jetzt wieder da lang. Hier. Fundbüro. Das ist über... das auf Deutsch. Ja. Cool. Okay. Übersetzt. Sehr schön. Er ist zeitbesessen. Finde ihn oder deine Zeit könnte kommen. Ja, das hatten wir gestern schon, die Grinsekatze. Abstauben, Mädchen. Der Hutmacher soll dich doch von deiner besten Seite sehen. Staub dich selber ab und sprich für dich. Okay, da drüben war der Schalter. Okay. Hüpfen ist auch noch auf der gleichen Taste wie gestern. Alles super. Yeah. So, husch, 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 husch. Das ging, glaube ich, auch recht zügig. Hier musste man sich etwas beeilen. Tada! Und hoch geht's. Sind wir schon da? Okay. Okay. Und einmal hier auf den Vorsprung hoppen. Ja, genau. Ich glaube, so ziemlich an diesem Punkt in einem Tunnel gestern haben wir aufgehört. Da drüben irgendwas? Interessant. Kann man das hier oben abschießen? Nein. Okay, also die Killerpfeffermühle hilft hier auch nicht weiter. Dann schauen wir mal, was man hier rüberkommt. Hoppala. Ich wollte eigentlich gucken. Schrumpfmodus hilft uns hier auch nicht weiter. Hier haben wir aufgehört gestern, weil es war spät und ich wollte schlafen. So, einmal schrumpfen und durch die Tür. Bitte sag mir, dass ich das nicht... oh, ich muss das nochmal machen. Boah. Liegt mir ja total, diese Hüpferei immer. Nein.
So. Ein Live-Viewer. Hallo Mutti. Nein, jetzt falle ich runter. Hallo Mama. Flasche aufsammeln. Jawohl. Juhu. So. Ah, dieses Gehopse. Ist nicht meins. Hier geht's weiter. Okay, die Tür geht auf. Hier geht's auf Zeit. Und schnell Rinder. Genau hier haben wir gestern aufgehört. Jetzt habe ich es. Einmal den Hebel betätigen, gucken, was passiert. Eine Tür geht auf. Muss ich mich jetzt beeilen? Ach, das ist die Tür, wo es vorher nicht weiterging gerade. Okay. So musste man diesen kleinen Umweg machen. Und ich darf rutschen. Yay! Dezenter Ansichtwechsel. Und schnell speichern. Ja, das hätte ich gestern wohl auch noch machen können. Steckt man halt nicht drin. Oh Gott, was ist das? Kann nichts. Hallo? Kann man das abschießen? Das ist gruselig. Ach, das ist eine Waffe. Ha! Einige Wände und Boden sind so dünn und können zerstört werden. Ja. Gut. Schön. Sind die Oberbremse, um die schwache Struktur zu zerstören? Okay. Die schwache Struktur. Ach, das hier oben. Wie weit muss man denn da so weg? Und wie lange hat man da Zeit? Ah, offensichtlich ist die Zeit von selber. Okay, cool. Habe ich da mehr von mir? Ach, geil. Ich bin jetzt im Besitz von Bomben. Ist ja auch, was man so dabei hat. Als junge Dame. Braucht ja jeder so ein paar Bomben in der Hosentasche. Ah ja, okay. Da bin ich gerade hochgekommen. Oh! Alter. Ich kann mich doch nicht so erschrecken, ey. Hallo? Zahn? Bist du ein Bug? Eieiei. Kann ich nicht nehmen. Easy. Was ist mit dieser Uhr? Immer noch im Fundbüro, offensichtlich. Oder sind die Zähne, die man im Fundbüro abgegeben hat? Haha. Nein, Quatsch. Hier haben wir auf jeden Fall eine Erinnerung. Die wollen wir haben. Oh. Oh. Doch nicht so brüchig. Mal versuchen. Okay, offensichtlich tut mir die nicht weh. Das war jetzt eher ein Versehen, aber offensichtlich tut die mir nicht weh. Davon oben rein.
Ja, nicht, dass ich wieder so wie gestern so ein Ding übersehe oder halt nicht den richtigen Weg wähle. Das wäre ärgerlich. Ah ja, das ist auch sehr schön. Bin dann ja doch eher so vom gründlichen Typ. Okay, hier ist so ein Symbol für Bombe. Wir werden noch alle im Bett geröstet, Alice, weil dein Vater diese unnatürliche Passion für bedrucktes Papier pflegt. Diese leicht entzündlichen Berge warten doch nur auf den bösen Funken und puff, werden aus Fleisch und Blut Rauch und Asche. Okay, also das gibt uns schon mal einen Hinweis darauf, dass wir nicht schuld sind oder dass wir schuld sind, weil wir vielleicht Daddys Papier nicht so in Ruhe gelassen haben, wie wir es hätten tun sollen. Wer mit dem Feuer spielt und Papier in der Nähe hat, ist doof. Little. Das ist doch unsere Haustür, ha? Interagieren wir mit der Haustür. Unsere geliebte Bibliothek war eine Feuerfalle. Ein Brandherd auf Abruf. Was das mit diesen Schlüsseln immer auf sich hat, die hier so... Dank für die Kameraführung. In Hysterie zu verfallen. Verfallen in Hysterie, den du Enter drückst. Ah, okay. Okay. Das ist wohl zeitlich, das ist wohl so wie Tryndamere in League of Legends. War ich mein ganzes Leben. Gott, ist das total hier. Erstmal ein paar Herzchen sammeln. Wow. Wow, das ist ultra cool. Oh. Okay, so gefällt sie mir definitiv ein bisschen besser. Das war gerade schon... ja, genau. Gruselig. ja. Habe ich alle tot gemacht. Ich vermute, dass mir das selten sagen soll, mit Pfeffermühle auf Ziel schießen. Sherlock kombiniert. Hier hinten ist noch irgendwas vielleicht. Nein, nein, nein. Nein. Ah, und hier ist wieder der Hutmacher. Gut. Oh Gott. Indem du T drückst. Wenn er rot und inaktiv ist. Wenn er grün ist, er aktiviert. Oh, okay. Ich verstehe. Ja, geht das jetzt auf Zeit? Oder wie ist das hier? Oh Gott! Was ist jetzt passiert? Fuck, ich hab's weggedrückt mit Leertaste vor lauter Schreck. Könnt ihr nicht machen, ey. Kann man den abschießen? Nein. Verdammt!
mich jetzt nicht erschreckt, nein. Eine Bombe. Eine Flasche. Uhu. Nur mit Hilfe von Gewicht. Ja, das kennen wir. Okay. Gut. Erstmal gucken, was hier noch so ist. Eieiei, diese. Okay. Ich vermute mal, hier geht's gleich weiter und wir brauchen das Gewicht von drüben. Ich bin ein Fuchs. Ja, hier ist nichts. Außer eine unsichtbare Wand. Das hätte aber auch besser geklappt, meine Freunde. Mal irgendwas hinstellen können. Nicht mehr. Dann packen wir doch hier drüben mal eine Tic-Tac drauf. Juhu, und hier geht's weiter. Arg viel muss man sich gar nicht beeilen. Man hat ja doch ein paar Sekunden Zeit. Das Zeichen sieht auch freundlich aus. Ich würde schon gern wissen, was es mit diesen Schlüsseln auf sich hat. Schmelzen und wiederkehren. Montage oder Zerstörung? Nach Bedarf. Einschirren. Ein Paradies für Arbeiter. Kämpft den gerechten Kampf. Arbeitet bis zum Umkippen. Im Himmel warten tolle Preise. Es ist besser zu arbeiten, als dafür bezahlt zu werden. Ein Paradies für Arbeiter. Kämpft den gerechten Kampf! Um mit Alices Regenschirm zu blocken. Okay. Okay. Arbeitet bis zum Umkippen. Im Himmel warten tolle Preise. Es ist besser zu arbeiten, als dafür bezahlt zu werden. Chucky hoch 3. Ja, also komm, das ist jetzt nicht so ganz so fair. Stopp mal, du. Hier hieß doch eh. Ich hab doch eh gedrückt. Ja, also. Das sieht wieder nicht so nach eh aus. Ins Gesicht. Was ist los? Ja, so werde ich den nicht besiegen können. Ich werde schon den Gegenstand brauchen, aber ich verstehe nicht so ganz. Ich versuche das mal im Rage Mode. Nee, das ist schon irgendwie nicht so gedacht, glaube ich. Ich warte nochmal kurz, bis wir tot sind. Vermutlich fängt es nochmal von vorne an. Ich habe einfach nicht aufgepasst. Hat sich mir jetzt nicht erschlossen. Ich stand doch eh. Ja, blocken. Hi, Chris, erstmal. Hallo, Chris. Blocken, blocken. Hier stand eh. Also, nochmal gucken. Schirm aufnehmen. Drücke E, während du ein Ziel anvisierst. Ach, ich weiß. Ich muss in diesen anderen Modus hier wechseln. Ich verstehe schon. Okay. Okay, hab ich verstanden. Cool. Aha!
Eieiei, also damit konnte man jetzt ja irgendwie nicht rechnen. Eieiei, lass das doch mal, Digga. Irgendwie bin ich gerade nicht so ganz so geschickt. Nimm das! Oh, jetzt kommt er wieder. Ja, gar nicht konzentrieren hier. Oh, hat wehgetan. Ins Gesicht. Ich komm, wie kann man denn hier in eine andere Richtung ausweichen, ey? Stirb doch einfach jetzt mal, ey. Doch wehtun. Alter, ich hab doch gedrückt, du Säckel, du Elendiger. Oh, jetzt wird's kritisch. Falls du irgendwelche Ideen hast, Chris, kannst du gerne sich dazu äußern. Ich glaube nicht, dass ich das noch öfter treffen muss. Ich glaube schon, dass ich das richtig gemacht habe.
glaube auch irgendwie nicht, dass das was mit diesen Häusern außenrum zu tun hat. Stimmt das Timing, als ob ich da... Keine Ahnung, vielleicht muss ich es anders blocken als gerade eben. Next try. Wir werden sehen. Also so habe ich ja richtig getroffen, ne? Ich weiß ja nicht, was ich jetzt noch groß anders machen soll, ne? Hast du irgendwelche Ideen, was soll ich anders machen? Los, sag jetzt. Was ist mit dem los? Auch nichts anderes hier treffen. Lange halten oder so, keine Ahnung. Okay, also wenn ich es lange halte, wäre ich zwar ab, aber es macht keinen Schaden. Also ist das schon der richtige Weg hier, das zu ballern? Hm? Irgendwie macht das nicht so den Schaden, der gewünscht ist. Das ist zu weit weg, ne? Aber weiß nicht. Klinge irgendwie was ausrichten kann. Habe ich jetzt versucht. Okay.
ganz schön anstrengend, weißt du das? Ich hab's irgendwie kommen sehen. Das hat ultra weh getan. Oh, fuck it. Zumindest weiß ich jetzt, wie es geht. Oh. Einmal die Haarsträhne wegklemmen, das stört ja nur. Wir sind ja hier ernsthaft am Zocken. Das ist kein Spaß. So. Okay, fangen wir das gleich mal richtig an. So, einmal markieren. Oh, voll reingelaufen in die Schelle. Geh weg! Huh! Also, wenn man den Trick rausgefunden hat, dann geht's. Toll, jetzt darf ich nochmal nach links und rechts schießen. Herzlichen Glückwunsch. Also nach der Eskapade jetzt ist das ja wohl Pipifax. So. Okay. Also immer hier lang, immer hier lang. Puh. Was hat sich getan? Ah, hier drüben. Was passiert, wenn ich hier gleich volle Pulle mache? Okay. Oh, hier grunzt's. Hier ist eine Schnauze irgendwo. Grunzt es. Hier grunzt es. Gehen wir erstmal da lang. So. Oh nein! Nein, 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 stopp! Zurück! Ach, das sind bestimmt drei Häuser. Ja, kommt man bestimmt nochmal zurück. Hoffen wir es. Ich wollte mich jetzt nicht für die falsche Seite entscheiden. Oh Gott. Ist wie immer. Aufdrehen und niederdrücken. Ja, genau. Fahr erstmal wieder weg. Das hat die miese Katze zu sagen. Die Ausmaße dieses trostlosen Traktes kennt keiner außer den Bewohnern. Gucken, was die Schrumpfgestalt dazu sagt. Offensichtlich geht's hier lang. Da kam ich her, genau. Guck in das Ziel. Verrückter Hase, dem in der ersten Szene irgendwie der Kopf abgeplatzt ist und Gegners. Da ist ein Ziel. Ich habe mal gesagt, da muss ich gleich schießen.
Sterben ist abgeschafft. Fast ein bisschen sozialkritisch, diese Äußerungen hier. Wenn man das als Satire sehen möchte. Industrie nährt sich von Leid, Verfall und Zerstörung, Alice. Sie hat das East End in einen Abort verwandelt. Du solltest ein einfaches Farmleben erwägen, in Australien vielleicht. Wir könnten dein übriges Erbe zu Geld machen. Ja, okay. Ja, hier ist eine Erinnerung. Herzlichen Dank, aber was soll mir das jetzt sagen? Füller nach unten. Ach, hier oben ist wieder ein Ziel. Gucke da. Okay, Zahnrad kommt runter. Das geht wieder hoch, okay. Okay, geht's hier sonst noch irgendwo lang? Sieht nicht so aus. Ich bin ja überhaupt nicht schreckhaft. Okay, wie geht's weiter? Nicht zu weit. Damit jetzt auf. Ich bin ein Fuchs. Ja, okay. Also der Fuchs hat beschlossen, dass wir hier eine Bombe draufsetzen, um zu überleben. Und nicht darunter fallen. Tada! So, ich habe nur leider keine Ahnung. Bin ich jetzt hier schon in Gefahr? Nein. Die Bombe ist schon hochgegangen. Kann man da hoch oder komme ich da wieder runter? Ich vermute, da komme ich nachher wieder runter. Wenn ich einmal drum rumgelaufen bin. Und ab geht's. Ja, ich stopp, hätte ich jetzt hier reingemusst noch. Das probieren soll. Ich weiß ja nicht. Der Fuchs springt von der Plattform. Shit. Ich wollte eigentlich die andere Taste gerade benutzen, diese hier, aber ey, hat funktioniert. Ja, das Glück ist mit den. Dies probieren. Nicht den Dummen. Selbstverständlich. Oh Gott! Da gammelt noch so ein Teil vor sich hin. Brrr. Okay, muss ich da jetzt auch wieder drauf bleiben? Nee, doch. Ja, nein, vielleicht. Ach, sicher ist sicher. Hui. Und renn. Hui. So, bin ich jetzt richtig? Ja, denke schon. Bombe nach links. So, das heißt, es geht nochmal ein Stockwerk höher. Ich muss hier wieder ein Bömmchen draufsetzen.
Wo lang? Okay. Wo muss ich hin? Jetzt wieder runter? Da drüben sind auf jeden Fall Kisten. Aber die sind jetzt nicht weiter runtergegangen. Sicherheitshalber doch noch mal ein Bömmchen drauf, man weiß ja nie. Ah, doch. Oh. Gerade waren die nicht oben. Sauerei. Sterben ist abgeschafft. Kein billiger Spruch. Wir meinen es ehrlich. Kämpft den gerechten Kampf. Arbeit. Wir meinen es ehrlich. Das unterscheidet sich nicht sehr von unseren Politikern. Ah! Verdammt! Ja, das hätte man mal. Und wieder zurück. Ein Paradies für Arbeiter. Zurück zum Anfang, oder was? Ist abgeschafft. Kein billiger Spruch. Oh, ja, ernst. Kämpft den gerechten Kampf. Arbeitet bis zum Umkippen. Im Himmel waren tolle Preise. Es ist besser zu arbeiten, als dafür bezahlt zu werden. Worte, von denen man leben kann. Na gut, dann also nochmal. In welche Richtung müssen wir denn? Das hier? Von da bin ich gekommen. Ja, genau. Okay, dann muss ich da durch. Ach, gucke da. Das hat man fast verpasst. Eine Flasche. Bombe da lang. Okay. Bombe da lang. Oh. Verrückter Hase da lang. Ding, 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 ding. Und weiter geht's. Jetzt aber im Sauseschritt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man an die Truhe da drüben rankommt. Aber ich vermute mal. Oh, speichern. Dass das von der anderen Seite kommt. Arbeitet bis zum Umkippen. Im Himmel waren tolle Preise. Es ist besser zu arbeiten, als dafür bezahlt. Tod und Teufel warten hier auf mich. Kurz hier hin. Dann machen wir eine kurze Pause, weil auch die Natur bei mir mal ruft. Bin gleich wieder da. Schalt nur kurz so lang ab und dann geht's weiter.